That's fine whiskey. Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge, wenn mich nicht alles täuscht, nehme ich auf, alles klar. So, Red Dead Redemption 2, wir steigen wieder da ein, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar gucken wir uns jetzt erstmal ein paar Outfits an hier in dem Laden. Outfits. Oh, 85 Tacken. Seite L1, R1, 113, Valentine, Claremont, Dewberry Creek. For the rough hewn, who wear Chaparajos indoors, Alter. Was soll's? Oh, wir können hier Hüte, abgegriffene Kavalierhut, Kavalleriehut, abgegriffene Schiebermütze, Westernhut. Ja, sieht ja eigentlich alles gar nicht so schlecht aus, aber kann ich das auch einmal irgendwie anprobieren? Was ist das denn? Coats, klassischer Frack. Wheeler, Rawson und Co. Staubmantel. Ja, ich glaube, das ist geil. Zeig mal. Das ist mein Staubmantel, oder was? Geht. Geht. Alle Mäntel. Okay, nee, das sieht nicht so cool aus. Der Staubmantel erinnert mich ein bisschen an Terence Hill. Klassischer Gehrock. Speerjacke. Ich glaube, die Speerjacke hatte ich eben auch schon an. Flintenmantel. Nee, ich glaube, das gefällt mir nicht so gut. Wir gucken mal weiter. Rattenmützen. Wheeler and Rawson. Ach so, so wie man die Sachen vermisst. Was sieht so cool aus. Überhemd mit Stehkragen. Lange Unterwäsche. Wollen wir mal wirklich gucken, ob wir uns hier in echten Terence Hill machen können? Er hatte doch immer so ein Ding an. Komm, das kaufe ich jetzt. Lange Unterwäsche. Lustig. Blättern mit R1. Eine Weste hatte der nicht an. Gefütterte Sattel-Arbeitshose. Jeans. Sattel-Jeans. Alltagshose. Wir gucken uns mal die Jeans an. Das ist die Jeans. Gottes Willen. Nee, das sieht mir ein bisschen zu crazy aus. Die Alltagshose eventuell. Nein. Schicke Hose. Ranch-Hose für $5. Nee, auch nicht. Die Jacke ist aber auch irgendwie... Stadthose, viel zu clean. Gekrempelte Stadthose. Sieht aus wie die Jeans. Wow, die Stiefel werden schon richtig teuer. Alter, hier. Schnellschussstiefel. Pew, pew, more fog. Nee, nee, wir sehen aus wie Clint Eastwood hier. Das wollen wir natürlich nicht. Fällt ein reingesabbert. Schützenhandschuhe, Reithandschuhe. Gucken wir uns mal die Schützenhandschuhe an. Sehen ganz gut aus. Die nehme ich mit. Weiter geht's. Kavalleriehandschuhe. Baumwollhosenträger. Gefranste Beinschützer. Mal gucken, wie das aussieht hier mit den... Für $5. Naja. Schienbeinschützer. Okay. Sieht gar nicht so verkehrt aus, aber kaufe ich mal nicht. Stöbern hier einfach mal ein bisschen rum. Leder-Schienbeinschützer. Wow, neue Sporen oder was? Knäller-Reitersporen. Ich gucke mir mal alle Sporen an. Wow, voll die dicken Teile. Alter, die sehen krass aus. $18 kosten die. 19 fast. Noch nicht. Ich glaube noch nicht. Es ist noch nicht an der Zeit, dass wir hier rumlaufen wie so ein richtig krasser Typ. Ja, das waren die, die ich eben anhatte. Und das war's jetzt? Alles klar. Das war komplett alles, was an Start kam. Kopfbedeckung, Mäntel haben wir alle gesehen. Eine neue Kopfbedeckung könnte ich mir allerdings nochmal angucken. Ne, dann nehmen wir uns hier... mal einfach den Gedöns und dann gucken wir mal alle Kopfbedeckungen.
welche hier am besten aussieht. Panama-Hut. Oh, der sieht, Pirscher-Hut. Der sieht schon nicht schlecht aus. Abgegriffener Kavalleriehut. Im Gegensatz zu. Ja, weiß ich nicht, ne? Was haben wir hier noch? Abgegriffener Glücksspielerhut. Oh, hier gibt es echt noch sehr, sehr viel mehr. Bulldoggerhut. Der Pirscherhut, der sieht doch echt nicht schlecht aus. Komm, den nehmen wir. Andere Farbe. Ja, die möchte ich. So, jetzt haben wir noch 22 Dollar. Alles klar, wir haben Handschuhe. Und einen neuen Hut. Und wir geben ihm den Katalog wieder. Alles klar. So, hier ein bisschen Käse am Start. Oh, was war hier denn? Kann ich hier was untersuchen? Stand hier noch? Hallo? Icon, da war's. Betrachten, untersuchen, kaufen. Was ist denn das? Pferdepflege oder was? Haferplätzchen? Meines Pferdes? Kaufen kann ich den nicht oder was? 4 Dollar. Puh, warum wohl nicht? Naja, ist ja auch egal. Kaufen, 65 Cent, okidoki. Naja, dann gehen wir mal wieder raus. So, wir machen hier noch einen kurzen Cut. Und weiter geht's. So, raus geht's. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house, acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Okay. There's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Okay, wir gehen der ganzen Sache mal nach. You thought I wouldn't find you, Tilly. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! So, wir müssen ihn schlichten. Wir entschärfen das Ganze. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? Ooh. You wanna find out? Oh, we wanna find out. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Irgendwie habe ich doch Bock auf diesen Mantel. Mary Beth, they're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Thanks, Arthur. So, dann wollen wir nach dem anderen Girl gucken. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Okay. Dann müssen wir mal hier reingehen, denke ich mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hello, sir. Hello, hello. Can I help you, sir? Ja, natürlich. Wir befragen ihn mal. Before a girl came in here earlier with a drunk fella, mid-20s, blonde, you'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Okay, dann können wir einfach hochgehen, oder was? Nicht, dass er uns aufhalten würde. Okay. Bedrohliche Musik. No trouble now, please. Ja, alles cool. Oh, shit. Das hört sich nicht gut an.
Tür eintreten. Pam! A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. Und. I paid for nothing. Pam. Er hat uns einen gegeben. Aber wir haben ihn auch gegeben. 54 Cent, lol. Fine. Oh, wollen wir uns mal vor den Spiegel stellen? Das sieht gut aus. Komm mit. Stupid bastard. Komm einfach mit. Was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Okay, sie kommt auf jeden Fall mit uns mit. Wir gehen nach draußen. Everything's okay up there? Ja, na klar. Alles cool, Mann. Können wir ihm irgendwas anbieten? After you. Ja, danke schön. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls. Me neither. Home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Alles klar. Just a word. Komm, den schnappen wir uns. Verfolge den Mann aus Blackwater. Wo ist er lang? Ein bisschen nach rechts. Müssen wir gleich. Ja, hier so lang. Hier runter. Hier runter. Nee, weiter nach links. Die Mucke. Komm hier ein bisschen durchs Unterholz. Da ist er. Wow. Kümmere dich um den Mann aus Blackwater. Mann aus Blackwater. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me out. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. Sollen wir ihm hochhelfen? Please. My hands are slipped. Ciao, buddy. Du hast deine Ehre verloren. Tue weiterhin Böses, um unehrenhafter zu werden. Mission abgeschlossen. Feine Gesellschaft nach Valentine's Art. Wo ist sein Pferd? Kann ich seine Taschen durchsuchen? Das Pferd hat sich quasi mit ihm aufgelöst. Sammeln und untersuchen. Pflanze? Du hast das Pferd, das du gestohlen hast, dem rechtmäßigen Eigentümer in Valentine zurückgegeben, um Ehre zu erhalten. Wo ist denn nochmal mein Pferd? Da hinten ist das Pferd, da hinten. Ne, das sind zwei Pferde. Pflanzen und Kräuter, die du pflücken kannst, werden hervorgehoben, wenn Adlerauge aktiv ist. Du kannst Kräuter als Zutaten zum Herstellen von Gegenständen benutzen. Wo ist denn sein Pferd, Mann? Komm, ich reite da nochmal kurz hin. Ne, da steht ja einer. Da stehen zwei. Ich gehe mal kurz hier runter. Vielleicht plündere ich ihn gerade mal. Wo ist er denn? Er ist irgendwie hier runtergeplumpst, ne? Da liegt er. Mal gucken.
was mit ihm so passiert ist. Abgebrochen, angebrochenes Schlangenöl. Guck mal, wie er sich hier... Okay. Aufheben und so kann ich ihn nicht. Ich glaube, das Pferd ist da. Wollen wir mal gucken, ob wir das fangen können. Dann bringen wir es ihm zurück. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Ehre. Ist es das? Ne, da kommt einer geritten, ne? Okay. Er hat mir geantwortet. Moin. Also links auf der Map sehe ich auf jeden Fall ein Pferdesymbol. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt das Richtige ist, was ich hier mache. Vielleicht ist das Pferd einfach auch nur so weggelaufen. Wo reiten wir denn hin? Oder ist das wieder das Camp? Habe ich das schon fast das Gefühl, dass das wieder das Camp ist? Auf jeden Fall ist das Camp, da war gar kein Pferdekopf, das sah nur so aus. Okay, dann rennen wir weiter. Rennen wir wieder zurück. Ein paar Tiere. Oh, meine Pferdeausdauer ist ein bisschen down. So, hier vorne ist der Canyon. Das Pferd von dem Typen finde ich aber nicht. Es war irgendwo hier vorne. Ich denke mal, es ist in die andere Richtung abgehauen. Maximal. Ah, wir sind noch gar nicht wieder da. Wir sind ein bisschen weiter geritten. Wo ist er denn runtergefallen? Da vorne links, ne? Da irgendwo. Aber was soll's, okay. Okay, wir haben auf jeden Fall das erste Mal wieder ein bisschen... Scheiß Ruf gefarmt. The fuck is that? Alter! Ihr liegt ein Bein, Mann! Einfach so. Voll viel Blut. Das ist echt crazy. Und hier sind voll viele Tiere. Aber jagen möchte ich jetzt noch nicht. Und man kann hier so viel machen, ey. Wir reiten hier einfach mal zurück. Moment mal gerade. Ist nur ein Stein, okay. Ich höre ein Pferd. Ah, das wird wahrscheinlich hier da oben sein. Ja, hier ein Pferd zu hören. Valentine, the Heartlands. Alles klar. Verbundenheit erreicht, Stufe 1. Oder ist das das Pferd? Das könnte natürlich auch das Pferd sein, ne, was ich hier gerade bereite. Und es ist gar nicht mein Pferd. Lass mal hier L2. Ne, das ist nicht Tennessee Walker. Wollen wir mal gucken, vielleicht können wir hier irgendwem was zurückgeben. Oh, moin. Zwei kämpfende Hunde. Oh, was haben wir hier denn? Einen Maskenverkäufer? Missionsmarkierungen, die ein großes Gebiet abdecken, müssen untersucht werden, um den Aufenthaltsort deines Gefährten zu finden. Schau mal hier, hier ist noch alles gelb. Du kannst mit dem Ladenbesitzer interagieren, indem du L2 gedrückt hältst. Was haben wir hier? Grüßen. Hello, ma'am. Ausrauben. Partner? Hey there. Hey, ja moin, ja moin. Aber wo kann ich das Pferd abgeben? Fresh Fruits. Kann ich hier oben hoch? Yo! Ist ja krass. Ich kann hier einfach drüber reiten. Cool.
Oh boy. Kann ich hier durch? Ja. Alles klar. Das ist dieses Hotel oder was? Oh, ich kann sogar springen. Ja, Entschuldigung. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Markierungen zeigen Personen von fremden Personen an. Missionen von fremden Personen an. Rede mit der fremden Person in dem Gebiet. Na, was rückst du? Entschuldigung. Barney? Ja, wo kann ich dieses Pferd abgeben? Da vorne ist ein Saloon. Ah, hier gibt's eine fremde Mission. Nee, das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Pferd abgeben, Mann. Dann gibt's einen Waffenladen. Soll ich mal versuchen, das Pferd hier anzubinden? Kann ich anscheinend nicht. Streicheln, führen, untersuchen, fliehen. American Standard Bread. Untersuchen. Infoanzeigen, R1. Renntauglich. Nicht schlecht. So, ich gucke mal hier rein. Sheriff's Office. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Gute alte Quacksalbe. I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. Before he swings. I'll see what I can do. Well, nice. Good luck to you. Okay, wir haben eine neue Mission. Bounty Hunter. Nice, nicht schlecht. Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Schaltet morgen wieder ein, dann geht's weiter. Bis dann, Tschüssikowski.